Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Merkel setzt Balkanreise fort. Bei ihrem Treffen mit dem serbischen Präsidenten Nikolic ging es auch um einen möglichen EU-Beitritt des Landes. Die Bundeskanzlerin machte deutlich, dass Belgrad auf seine Ansprüche im Kosovo verzichten müsse, bevor über den Beitritt verhandelt werden könne. Griechische Banken bleiben geschlossen. Das Finanzministerium hat die Notmaßnahmen am Abend verlängert. Die Bürger können damit bis einschließlich Montag maximal 60 Euro von ihren Konten abheben. Nach Angaben des griechischen Bankenverbandes reichen die Bargeldreserven bis dahin aus. Lagarde fordert Umschuldung für Griechenland. Die Chefin des Internationalen Währungsfonds sagte in Washington, Spar- und Reformmaßnahmen reichten allein nicht aus, um die Schuldentragfähigkeit wiederherzustellen. Die Euro-Finanzminister fordern bis Mitternacht konkrete Vorschläge der griechischen Regierung als Voraussetzung für neue Hilfen. Langzeitarbeitslose erhalten oft nicht den kompletten Hartz-IV-Regelsatz. Im Durchschnitt erhielten Betroffene rund 100 Euro weniger als eigentlich vorgesehen. Das geht aus einer Anfrage der Linksfraktion an die Bundesagentur für Arbeit hervor. Grund dafür seien Sanktionen. Sie werden verhängt, wenn Hartz-IV-Bezieher Arbeits- und Ausbildungsangebote der Jobcenter ablehnen. Streik bei Londoner U-Bahn sorgt für massive Probleme im Nahverkehr. Zehntausende mussten auf Busse oder die Stadtbahn ausweichen. Anders als bei vorangegangenen Aktionen fuhren die U-Bahnen nicht im Notverkehr. Der Streik soll bis mindestens heute Abend andauern. Das Wetter, mal Sonne, mal Wolken und gelegentlich Schauer. In der Nordosthälfte sehr windig, an der See auch stürmisch. Am Nachmittag im Südwesten zunehmend freundlich, 15 bis 24 Grad. Herzlich willkommen zur Tagesschau 24 Nachrichten im Viertelstundentakt. Wegen der Finanzkrise bleiben die Banken in Griechenland weiterhin geschlossen. Die Bürger können lediglich 60 Euro pro Tag an Automaten abheben. Auch die Börsen bleiben zu. Die griechische Regierung kündigte an, konkrete Reformpläne vorzulegen, um weitere Kredite erhalten zu können. Zu den angekündigten Vorschlägen aus Athen mein Kollege Mike Lingenfelser. Die Athener Regierung, die griechische Regierung hat uns gesagt, dass man die Vorschläge so bald wie möglich liefern wolle, idealerweise noch heute, aber dass man sie spätestens erst morgen 8.30 Uhr liefern werde. Das ist die Deadline, die uns die Griechen sagen. Und es wird dazu zum Fahrplan, aber womöglich auch zu Stichworten der Details der Vorschläge heute im Tagesverlauf vom Finanzministerium wohl noch geben. Wir melden uns wieder um 2 Uhr. Bis dahin.